Was geht ab, Don John hier. Heute geht es darum, you can't be half a gangster. Was meine ich damit? Wenn du dich entscheidest für diesen Player-Lifestyle, wenn du dich dafür entscheidest, zu mir kommen die Leute und die sagen immer, hey Don John, ich will genauso wie du viele Frauen haben und ich will sie nicht abstoßen, ich will Spaß haben mit so vielen Frauen wie möglich, aber ich will sie dadurch auch nicht verschrecken und nicht verkraulen und ich möchte auch nicht dieser Arsch sein, ich möchte nicht als dieser Macho, als dieser Player wahrgenommen werden. Und dann denke ich mir immer, ja, was willst du eigentlich? Also, you can't be half a gangster. Wenn du dich entscheidest, ein Player-Lifestyle zu führen, dann musst du dazu 150% stehen. Du kannst nicht einfach sagen, nein, ich mache das nur so ein bisschen. Entweder du machst es richtig oder du machst es gar nicht. Deshalb nun drei Tipps, die dir dabei helfen, diesen Erfolg mit Frauen zu haben, sodass du viele verschiedene Frauen haben kannst, sodass du viele One-Night-Stands haben kannst, viele Abenteuer, viele Affären, sodass du dir auch einen Harem aufbauen kannst. Kurz quasi das, was sich wirklich jedermann tief in seinem Innersten wünscht. Durch diese drei Tipps, die ich dir jetzt erkläre, wirst du diesem Ziel auf jeden Fall näher kommen. Zunächst einmal löst dich von diesem destruktiven Mindset. Ich will die Frau nicht verarschen, ich will kein Arschloch sein, ich will kein Macho sein, ich will kein Player sein, ich will die Frau nicht manipulieren. Das ist alles, sind alles Dinge, die dir andere gesagt haben und die Meinung der anderen ist dir wichtig. Letztendlich, die Frauen können gut damit umgehen. Sie können einen Player handeln, sie können einen Macho, sie können einen Arschloch handeln. Und das, was du glaubst, was ein Player ist, was du glaubst, was ein Macho ist, was du glaubst, was ein Arschloch ist, das ist nur das, was du von den Massenmedien aufgesogen hast. Das gibt diese klassischen Romanzen, die klassischen Filme, in denen dann immer diese Player als diese bösen Männer dargestellt werden, aber das ist gar nicht so. Denn letztendlich ein wirklich erfolgreicher Player kann nur dann wirklich richtig erfolgreich mit Frauen werden, wenn er konkurrent ist. Das heißt, wenn er authentisch rüberkommt und wenn die Frau sofort weiß, was der Deal zwischen euch ist. Und viele Frauen können sich viel mehr auf einen Typen einlassen, der die Karten offen auf den Tisch legt. Das heißt, wenn du von Anfang an sagst, hey, so sieht es zwischen uns aus. Bei mir ist es so, ich muss nicht einmal mehr sagen, was Sache ist. Die Frauen merken das anhand meines Verhaltens, wie ich mit ihnen spreche, wie ich sie anschaue, wie ich sie anfasse, dass ich nicht dieser typische potenzielle Boyfriend bin, sondern dass ich eher in diese andere Kategorie höre, in dieser Player-Maschenrolle einzuordnen bin. Und da die Frauen wissen, was sie von mir zu erwarten haben, können sie mir auch mehr vertrauen, weil sie wissen, wer ich bin und nichts irgendwie verstecke. Und aus dem Grund lassen sich dann viele Frauen auch wieder auf mich ein, weil erstens habt ihr diesen Lover-Bonus, also ihr seid dieser geheimnisvolle, mysteriöse Mann, mit dem sie ihre geheimen sexuellen Fantasien ausleben kann. Das ist schon mal ein Bonus für euch. Und der nächste Bonus ist, wenn du das klar kommunizierst, dann wird die Frau auch eher bereit sein, sich darauf einzulassen oder eben auch nicht. Aber da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Polarisiere, gehe keine Kompromisse ein und sei bereit, die Frau zu jedem Zeitpunkt wieder zu verlieren. Du musst eine starke Realität haben und in dieser starken Realität ziehst du die Frauen wieder in deine Welt. Versuche also nicht ein Statement zu machen und dann wieder zurückzurudern. Das wird nicht funktionieren. Entweder du bist dieser Lover, du bist dieser Player oder du bist es nicht. Aber du kannst nicht einfach sagen, hey, ja, und ich bin dieser Typ da und... Oder wenn die Frau zum Beispiel sagt, das geht aber nicht, du bist schon ein bisschen so frech und so. Und wenn sie sagt, Entschuldigung, nee, so bin ich nicht, dann ruiniert das ihre Attraktivität für dich. Das wirkt da nicht mehr sicher. Also du musst dein Frame, deine starke Realität behalten und dann ziehst du viel, viel mehr Frauen rein. Du brauchst also auch keine Angst haben, dass nur weil du jetzt klar kommunizierst, wer du bist und was du von der Frau willst, dass viele Frauen darauf nicht anspringen und du vielleicht 100 Frauen jetzt ansprechen musst, bis du mit einer dann tatsächlich im Bett landest. So wird es nicht laufen. Wenn du das klar kommunizierst, wenn du dazu stehst, wer du bist und was du machst, die Frauen können das handeln. Viele Frauen wünschen sich nichts mehr als einen Typen, der ehrlich ist und dem sie vertrauen können. Und dabei ist es jetzt egal, ob das ein Boyfriend ist oder ein Lover.
Natürlich nicht jede Frau ist zu jedem Lebensabschnitt bereit, sich auf einen Lover einzulassen. Und sei dir auch bewusst, dass du ein paar Frauen abstoßen wirst. Du wirst polarisieren, du wirst nicht jede einzelne Frau verführen können, aber das willst du auch gar nicht. Du willst nur die Frauen haben, die auch dafür bereit sind, wenn es nicht der Deal ist, wenn die eine Frau jetzt das nicht so sieht wie du, dann ist es auch gut so, dass sie wieder aus deinem Leben verschwindet oder dass sie das ihr nicht harmoniert, denn ihr würdet nur Zeit verschwenden, wenn du der Frau etwas vormachen würdest und dann hat sie eine falsche Erwartungshaltung. Das heißt, du musst wieder mehr investieren, bis du zum Sex kommst. Im Nachhinein wird sie auch wieder enttäuscht sein, weil du ja doch nicht diese Beziehung anstrebst mit ihr, sondern nur Sex willst. Aber auch rein aus egoistischen Gründen, einfach weil es viel einfacher ist, authentisch zu sein und der Frau zu kommunizieren, was Sache ist, solltest du das auf jeden Fall machen. Also nochmal zusammenfassend, ändere dein destruktives Mindset. Es ist cool, ein Macho zu sein. Die Frauen stehen auf Machos, die Frauen stehen auf Lover. Es ist nichts Verkehrtes daran und du verarschst keine Frauen deshalb. Nummer 2, Authentizität. Von Sekunde 1 an, das muss die Frau erkennen, dass es ein Ding ist zwischen Mann und Frau. Sei dieser Lover von Sekunde 1 an. Versuch ihr nicht über das Hintertürchen nett zu erklären, was du eigentlich von ihr willst, sondern falle gleich mit der Tür ins Haus. Und Punkt Nummer 3, polarisiere, gehe keine Kompromisse ein und entwickle eine I don't give a fuck Mentalität. Mich würde interessieren, wie die Frauen auf dich reagiert haben, immer wenn du ihnen versucht hast, klarzumachen, dass es hier ein Ding ist zwischen Mann und Frau und dass es im Endeffekt hauptsächlich um Sex geht und du keine Beziehung mit ihnen anstrebst. Haben sie darauf positiv reagiert? Haben sie darauf negativ reagiert? Und warum haben sie so reagiert? Was denkst du, was glaubst du, steckt dahinter, dass sie so reagiert haben, wie sie reagiert haben? Schreib es mir einfach in die Kommentarfunktion, ich lese mir das gerne durch. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen. Peace.